Über das Milliardendebakel am Nil berichtet Max Grünzinger. Rally. Über das Milliardendebakel am Nil. Da laut. Gemüse besser, wenn es schön anricht. Rein auf die Schmieren ist auch überaus. Ich sage aber, wenn man dann schneidet, ist auch überaus. Nicht auf den am Nil, sondern auf den Suezkanal. Doch das Nadelöhr, das ist weiter verstopft, weil ein riesiger Frachter festhängt. Jetzt geht's mir nicht mehr weg. Das Haus im Vordergrund ist winzig vor dem Containerschiff. Aha. 220.000 Tonnen, das ist schwer, die zwischen den Ufern des Suezkanals eingeklemmt sind. In der Nacht versucht ein Rettungsschiff, Sand unter der Ever Given wegzubaggern, damit das Containerschiff sich freischwimmen kann. Na ja. Ob das funktionieren wird, ist nicht klar. Gefährlich. Mhm. Aber wir kriegen's. Vorne und hinten. Auf Grund gelaufen. Der Haupt war spät. Da kann der Bagger noch so viel Erde beiseite schaffen, das wird das Schiff nicht schwimmfähig machen. Da große Glissen drin. Das kann eigentlich nur durch ein Leichtern des Schiffes erfolgen. Das ist ein Nachteil. Ja. Und die großen Diving.